Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's gegen Bielefeld und das sollte doch mal ein machbarer Gegner sein. Unsere Torflaute und unsere Sieglos-Serie zu beenden. Dafür geht's ja heute gegen Bielefeld. Ich glaube, die sind Vorletzter. Ich glaube, die haben einen Punkt, einen Unentschieden, glaube ich, geholt. Und ja, da sollten wir eigentlich gewinnen, müssten wir eigentlich gewinnen. Ja, auf geht's, gucken, was passiert. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. So, es regnet, wir in Grün und Bielefeld in Blau, beziehungsweise Blau-Schwarz. Aus der Bundesliga, Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg. Pekalo. Und ich habe die Schwierigkeit nicht umgestellt. Falls da irgendwelche Kommentare kommen. Wir spielen immer noch auf Weltklasse. Ah, schade. Jetzt vielleicht der Vorstoß am Außen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Die Lavogie Arnold. Jose Brekalo. Ginczek. Mbappé. Ah, schade. Da wollten wir es mal schnell machen. Roussillon muss da eigentlich hin. Die Gelegenheit für die Flanke. Und Pongratz kann da erstmal klären. Jetzt vielleicht mal. Wieder so ein Bock von Arnold. Er geht vorbei am Verteidiger. Ah, kein Elfmeter da riskieren. Und die Gäste mit den wenigsten Toren überhaupt aktuell. Die Aufgabe heute, alles andere als einfach. Kein Foul. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da muss er hin und holt sich den Ball. Foul, aber Foul. Ah, ist hier ein ruppiges Spiel. So, Gilabogi. Haben Sie einen Musikvorschlag oder andere Ideen? Wir haben immer einen. Den Zweikampf führt er gut. Ah. Jetzt hat er den Ball. Gibt es natürlich wie immer auf der Internetseite. Gebt jetzt Einwurf. Brekalo hier nochmal mit der gelben Karte. Da kann er ihn stoppen. Und hier wird es Einwurf geben. Brekalo. Auf Vechor. Nee, auf. Ah, De La Viga. Kommt da nicht hin. Schade. Aber es sieht schon mal einen Tick besser aus. Aber es ist auch Bielefeld. Es ist auch Bielefeld. Trotzdem. Und es fehlt jetzt hier mal ein Tor. Ginczek. Und da ist die La Viga. Aber abseits. Abseits, abseits. Der Treffer. Ey, wir haben jetzt schon drei Abseits-Tore erzielt, ne? Das ist auch irgendwie komisch. Richtig komisch. Drei Abseits-Tore. Aber natürlich alles recht. Nicht gegolten. Abseits. Roussillon. Es tut sich was im Borussia Park, nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Neuer Spielstand damit 1:0. 33 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Hier steht es immer noch 0:0. Immer noch torlos. Das war jetzt mal gut gespielt. Mbappé jetzt mal ein bisschen Platz. Nimmt da Ginczek mit. Dann der Ginczek. Ginczek. Da ist er alleine durch. Warte das mal ab. Vielleicht kann jetzt. Und De La Viga mit dem 1:0. Endlich. Endlich mal. Der VfL trifft. De La Viga mit dem ersten Bundesliga-Tor für den VfL
und natürlich auch sein erstes Bundesliga-Tor. Aber das war mal gut gespielt, in die Tiefe gespielt. Ginczek da mit der Vorbereitung. Und jetzt Ginczek nochmal. Ginczek, ah, setzt sich da nicht durch. Arnold. Wieder De La Viga. Der macht das 2:0. De La Viga. Doppelschlag kurz vor der Pause. Enorm wichtig. Und den Torjubel kennen wir schon. Zweites Bundesliga-Tor. Innerhalb von 5 Minuten. So, wir wechseln. De La Viga wird rausgehen. Gutes Spiel auf jeden Fall von ihm. Und wir werden dann. Ja, Vejos kommt für Ginczek, der mir auch sehr gut gefallen hat. De La Viga geht auch raus. Ja, warte mal. Wie können wir nicht. Ah, ich überlege gerade. Wir werden Jascherin für De La Viga bringen. Ginczek geht raus für Vejos doch. Schlager geht auch raus. Und da wird dann. Nee, wir behalten noch einen Wechsel vor. Guter Auftritt von Wolfsburg. Geflogen geht in Ordnung. So weitermachen. Arnold nimmt der Precalo mit. Gut gespielt. Jetzt Vorsicht, nicht im Konter rennen. Ah, der ist zu lang, den holt sich der Torhüter. Roussillon. Bei Barcelona hat jetzt ein neuer Spieler unterschrieben, um den sich der Verein enorm bemüht hat. Das ist also wohl ein echter Wunschtransfer. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. So. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Brooks. Oh, viel passt da. Roussillon. Arnold Precalo hat da jetzt endlos viel Platz. Ah, es gibt Rot. Ja, das war dumm. Das gibt Rot. Damit sind wir jetzt in Unterzahl und das müssen wir jetzt irgendwie. Warte mal. Ja, Schlager geht nach da. Vejos muss nach da gehen. Und Tonali kommt für Gilavugi. Ja, jetzt wird es natürlich so extrem sehr, sehr bitter. Wenn das Timing nicht stimmt, dann jetzt wird es bitter. Ja, so wie er hier, Wolf. Und er war bereits verwarnt. Das heißt, Gelb-Rot. Der Ballverlust. Sandro Tonali. Maximilian Arnold. Arnold. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. 62 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Und Bielefeld, die kommen. Und da ist nicht das 2:1. Das wäre hier nochmal richtig spannend geworden. Wir sehen es, der Ball geht am Ende. Babu ist da, glaube ich, frei, ne? Ja. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga. Vejos. Der kann so den Ball halten eigentlich. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da wäre Platz für den Konter. Ah, wir sind zu offen. Das macht er gut. Zieh einfach mal. Gut gemacht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Elfmeter für Bielefeld. Das ist eine
Er schießt nach rechts. Oh, gehalten, Castells, ganz stark. Die machen nichts aus diesem Elfmeter und das ist natürlich super. Also erstmal jetzt hier den Ball halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wolfsburg kommt über den Flügel. Ja, geht gut dazwischen. Und wir sehen hier den nächsten Gegner der Wölfe. Es geht gegen Leipzig im nächsten Match der Bundesliga. Das dürfte so ein bisschen Richtung David gegen Goliath gehen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. So, könnte ja Konter schon gehen. Da ist Platz. Und das ist der Ball für Schlager. Und er kommt aber nicht und ran. Und jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Weil jetzt sind wir wieder relativ... Oh, toller Pass. Genau das meine ich. Vielleicht aber Castells hat ihn und der Ball ist weg. Es ist jetzt ein spannendes Spiel. Jetzt könnte das Ganze hier vielleicht kippen. Die Fans haben wieder Hoffnung. Ball an den langen Pfosten. Castells hat ihn. Fängt er die Flanke ab. Auf Mbappé. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. So, das ist der erste Sieg für uns auswärts. Gewinnen wir bei Arminia Bielefeld und haben damit hoffentlich die Trainerdiskussion erstmal abgestimmt. 2-0 heißt es am Ende für uns. De La Viga auf jeden Fall der Mann des Spiels. Ja, und Brekalo mit seiner gelben Karte, gelb-roten Karte natürlich unglücklich. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Fehler passieren halt. Grandioser Auftritt von De La Viga, kann man wirklich nicht anders sagen. Es hätte auch anders ausgehen können. Vielen Dank für die... So. Damit werden wir jetzt noch einmal Hanno Boss... So, und dann werden wir jetzt erstmal gucken, dass der 5. Spieltag abgelaufen ist. Hier gibt es noch mal kurz ein bisschen Trainingseinheiten. Gut. Also, die Tabelle. Ihr wünscht euch, dass ich da öfter raufgucke. Das mache ich dann auch. Nach dem 5. Spieltag, ja, Leipzig 5 Siege ist auf jeden Fall Meisterschaftskandidat Nummer 1. Leverkusen, Bayern, Gladbach, Stuttgart, Dortmund, Hoffenheim, Köln, Freiburg. Ja, wir sind jetzt 16. mit 3 Punkten. Bielefeld letzter. Jo. So sieht es jetzt im Moment aus. So, ja, aber Steffen wird definitiv nicht spielen. Denn De La Viga wird da safe bleiben. Brekalo ist ja gesperrt. Das heißt, Memedi wird da kommen. Der kann doch linkes Mittelfeld spielen. Ja. Ginczek bleibt auf jeden Fall auch drauf. Brekalo muss leider ganz runter. Ja. Da kommt dann Klaus, Joe, Victor wird denn jetzt hier erstmal für... Ne, der bleibt auch erstmal drauf. Wo ist eigentlich Steffen? Steffen. Kommt denn jetzt erstmal für... Klaus. So. Das ist dann unsere Startformation. Damit gehen wir jetzt auch sofort ins Spiel rein. Aber Steffen hat noch irgendeine Nachricht an uns.
Er will. Kann er denn auf der Position von Brekalo spielen? Warte mal. Ich glaube, das kann er nämlich nicht. Ach doch, kann er. Ah, doch, kann er. Okay, ja, dann kommt natürlich Steffen rein. Ist klar. So, es gibt eine Pressekonferenz gegen Leipzig, gegen den Tabellenführer. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die heute jetzt wird er treffen. Zahnspüche sind mir egal. Und jetzt geht's gegen den Tabellenführer aus Leipzig. Ich wollte noch einmal gucken, euch zeigen, ne? Dass wir immer noch auf Weltklasse spielen. Spielanstellung hier immer noch Weltklasse. So. Gehen wir direkt rein. Torhüter. Gut, auf geht's. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Die haben erst 2 Gegentore kassiert. Also das wird eine echte Hausnummer. Wir sind eindeutig der Underdog. Eindeutig. Wir sind auf jeden Fall nicht der Favorit. Mein Name ist Wolf Fuß zusammen mit Frank Buschmann. Leipzig hier eindeutig der Favorit, sind Tabellenführer, 5 Siege in 5 Spielen, ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Oh, gleich hier. Ah, Leipzig hier mit starkem Pressing. Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen, ne? Der 2:0-Sieg war zwar recht überzeugend, aber irgendwie habe ich im Bauch, das ist so mein Gefühl, dass es sich nicht wiederholen lässt. Vielleicht gibt es heute sogar eine Niederlage. Ah, gecheckt, schade. Der BVB enttäuscht uns in diesem Jahr doch ziemlich. Aber Wolf, das muss noch nichts heißen. Es bleibt genug Zeit, um in die Erfolgsspur zurückzukehren. Wieso geht Brooks da mit? Wieso macht er nicht die Abseitsfalle auf? Und jetzt Schlager. Ginczek auf De La Viga. Müsste abseits eigentlich sein. Ja. Ist auch abseits. Hätte mich auch sonst gewundert. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Gilavogi. Ah, der Ball darf gerne ankommen. Bekommt auch immer wieder seine Chancen. Dir, und das entscheidet dann auch wirklich im Stile eines Torjägers, eines Weltklasse-Mannes. Aber wir machen Druck. Wir machen Druck und zwingen Leipzig damit zu Fehlern. Gilavogi. Hinten ist wieder De La Viga. Ah, Kopfball ist halt nicht seine Stärke. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Orban.
Alexander Sørloth. Angelino. Ah, Mbappé lässt sich da relativ schnell abkochen. Ganz stark abgeblockt. Und jetzt geht es wieder schnell in die andere Richtung. De La Viga. Der ist ultra schnell. Aber leider auch nicht zweikampfstark. Ibrahima Konate. Jetzt Sabitzer. Da bekommt er Unterstützung. Marcel Sabitzer. Gefährlich. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Oh, da wollte ich ja nicht. Kann nicht hinspielen. So, Leipzig hier deutlich das bessere Team, man sieht das auch. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Ja, ich komme ja auch gar nicht mehr an den Ball. Diese schönen Passstaffetten. Und jetzt passiert's, oder? Toller Zeiger. Nee. 0-0 zur Pause. Bleibt hier beim 0-0. Wir machen eine ordentliche Partie. Ballbesitz 18%, habt ihr das gesehen? Oh Leute, 18% Ballbesitz. So, ich glaube, die haben wir jetzt schon überschritten. 18, das habe ich noch nie gesehen. Hatte ich noch nie in einem Spiel, dass ich weniger als 18% Ballbesitz habe. Abseits. Also sowas. Uiuiui. Warte mal. Mit wechseln. So, Ginczek, ja, heute nicht so stark. Da kommt auf jeden Fall das Weghorst rein. Das war's aber erstmal. Also sonst gefällt mir die Mannschaft recht gut. Die Gäste werden wechseln. Da trennt er ihn vom Ball. Der Transfer ist fix. Er wird also bald beim neuen Club auflaufen. Unheimlich verdienter Spieler. Ist da jetzt die Karriere so ein bisschen ausging? Nee, nee, da wird die Leistung weiter passen. Auf Schlager. Ah, das war die falsche Laufrichtung. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Marcel Sabitzer. Konrad Leimer. Sie verlieren den Ball. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Konrad Leimer. Und das ist jetzt das. Nicht das 1:0. Ginczek bekommt die gelbe Karte, wird es aber auch ausgewechselt. Wir wechseln gleich nochmal, sobald die Ecke ausgeführt worden ist und wir irgendwie aus dem Ballbesitz rauskommen. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsdaten! Wir wechseln. Ja. Ich weiß gar nicht, wen wir rausnehmen sollen. Vielleicht Gilabogi. Und dann kommt hier Tonali. De La Viga geht auch raus und Hoslek wird rauskommen, reinkommen. Und abgefangen vom Verteidiger diese Hereingabe. Ja, die wollen die Ecke, die bekommen sie auch. Aber erstmal der Wechsel. Bei unserer Seite. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt die Ecke. Kilavuki. Hoslek. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den VfL Wolfsburg. Dank spielt Arnold ist zu träge. Da sind wir natürlich gern wieder mit dabei. Schöner Pass. Zu träge der Arnold. Ball draußen, ja. Ecke. Sie werden hier wechseln. 0-0. Und Boadus kommt rein, unser Wunschspieler. Im Moment wirkt RB Leipzig auf mich schon deutlich wie die stärkere Mannschaft, also zumindest was den Ballbesitz angeht. Und bei diesen guten Chancen, die ausspielen, ist der für
die nächste gute Chance von Leipzig. Etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Roussillon. Der Ballverlust. Ja, da wissen sie nicht mehr, wohin mit dem Ball. Einwurf. Okay, das war gut. Das war gut gestört. Sandro Tonali. Ah, der Ball kommt da nicht durch und jetzt das sind diese, das ist Abseits. Ja. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Ja, könnte was werden. Posleck. Eckball, erster Eckball für uns. Das ist jetzt die Chance für Wolfsburg, hier doch noch den Sieg zu holen. Mit Arnold. Ja, die Ecke ist zu schwach. Sie wechseln aus. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Ecke kommt ins Zentrum. Weghorst. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Aber 0:0 gegen Leipzig würde ich jetzt sofort unterschreiben. Das sind dann 4 Punkte. 6 Minuten haben wir hier noch. Angelino. Tja, hier steht es. Oh, beinahe hier das Eigentor von Roussillon. Habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, schon drin gesehen. So, jetzt vielleicht. Steffen. Ah, wir kommen da nicht durch. Wir kommen noch durch. Nein. Und wir schaffen wenigstens 0:0. Der nächste Punkt gewinnen. 4 Punkte jetzt. Ich rede hier, jetzt würden wir das Ziel haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber gegen Leipzig können wir damit zufrieden sein, finde ich. 0:0 gegen Leipzig ist schon aller Ehren wert. Weil das sind auch die ersten Punktverluste für Leipzig. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende zu uns. Er macht das ja nicht absichtlich. Hoffentlich motiviert ihn das. Vielen Dank. Jo. Damit bedanke ich mich auch bei euch. Lasst gerne eine Bewertung da. Und auch ein Abo, falls ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.